Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Und wir werden heute höchstwahrscheinlich noch mal ein bisschen an unserem Haus bauen. Ich bin nicht ganz sicher, ob das alles ist, was wir heute machen. Ich weiß es nicht. Das ist. Wir haben noch so viel zu tun, wir müssten eigentlich auch verdammt viel bauen. Oh Gott. Lass meine Seemotte in Ruhe. Ich hab dich nicht so nah in Erinnerung. Halt. Welcome aboard, Captain. Wir müssen das Licht ausmachen. Hä? Licht? War nicht F für Flashlight? Tastatur. Werkzeug nachladen, rennen. Okay. Ich hab's gefunden. Okay. Ich muss mich erstmal dran gewöhnen. Ey. So. Du bleibst mal da, wo du bist. Ich werde jetzt einmal ganz kurz nach Hause rennen. Und gucken, wo wir stehen geblieben sind. Rettungskapseln. Wir wollten die Rettungskapseln. Ah, okay. Aber ich habe wahrscheinlich. Ja gut, so viel Stuff habe ich gar nicht dabei. Na gut. Und wo ist die Rettungskapsel? Jetzt weiß ich wieder, was wir machen wollten. Hat ein bisschen gedauert. Okay. Lass uns mal losziehen. Whee! 900 Meter, wie weit ist das entfernt? Ah gut, so weit entfernt ist das jetzt nicht. Wir werden da höchstwahrscheinlich nichts Großartiges finden. Vielleicht ein Dokument oder so, aber... Wenigstens mal hinfahren und mal schnappen. Wer weiß, was wir da finden. Vielleicht finden wir dann endlich den Segelleiter. Oder wir können den Zyklop endlich mal bauen. Das wär's doch. Mit dem Zyklopen durch die Gegend fahren. Nur selten nach Hause kommen, weil wir alles dann im Zyklopen haben. Eine mobile Station, wo wir dann scannen könnten. Oh, wäre das gut. Wäre das gut. Na, Jungs. Ich weiß, ihr habt mich lieb. Ich hab euch auch lieb. Ihr seid fast wie Mr. Flauschig für mich. Nur halt nicht ganz so niedlich. Na guck mal, so weit weg ist das gar nicht, wenn wir mit dem Ding fahren, ne? Wobei der andere jetzt natürlich ein paar Kilometer entfernt ist. Ja. Aber naja. Vielleicht finden wir hier unten noch irgendwas zum Einsammeln. Ach, guck mal. Der Herr Lodri ist immer noch da. Auf der Seite hatten wir bestimmt mal gebaut. Und wir müssen noch diese Insel finden, von der gesprochen wurde. Da ist die Rettungskapsel. Hä? Kommen wir da jetzt rein? Ah. Okay, da ist das PDA. Datenbox. Oh, neuer Baumplan verfügbar. Kompass. Nicht schlecht. Mit dem Kompass kommen wir bestimmt ordentlich weiter, ne? So, Kompass. Kompass, da zeigt die Himmelsrichtung im Sichtfeld an. Kupferdraht und Kabelsatz. Das kriegen wir hin. Okay, dann würde ich sagen, einmal ganz kurz nach Hause und dann werden wir noch zum anderen des zweiten Offiziers gehen. So, unbekanntes Besatzungsmitglied. Glauben Sie wirklich, dass es uns beide tragen wird? Das zweite Mitglied. Der Standardsegleiter zieht eine Masse von 80 Kilogramm mit über 30 km/h. Die Energiezellen, die ich an dieses hier angeschlossen habe, sollte das verdoppeln. Das erste Mitglied. Glauben Sie, dass es da draußen schneller ist? Das zweite Mitglied. Ah, sicher. Und das bedeutet, dass er nicht nach 3 Metern überladen sollte. Erstes Mitglied. Das scheint Sie nicht zu beunruhigen. Zweites Mitglied. Ich sehe das technische Problem, wenn ich aufhöre, es wissenschaftlich zu... sehen, bekomme ich Angst. Das heißt, die beiden sind irgendwo hin.
Versteht nicht, dass sie irgendwie gestorben sind. Vielleicht leben die ja noch. Gibt's hier NPCs? Das wäre mal interessant. NPCs hier. Vielleicht auf der Insel, die irgendwo ist. Ich sehe hier ehrlich gesagt keine Insel. Aber irgendwo wird eine sein. Irgendwo. Na gut, ich würde sagen, wir bauen den Kompass. Und dann fahren wir weiter. Das ist doch ein guter Deal. Muss ich nur irgendwie überleben hier. Nirgendwo gegenfahren. Nochmal will ich nicht, dass meine Seemotte kaputt geht. Das ist mein Liebling. Ich meine, ich kann da überall hin. Außer natürlich 200 Meter Tiefe, aber das müssen wir nicht. Wir wollen ja auf eine Insel. Und nicht irgendwie unter die Erde. Und wahrscheinlich müssen wir irgendwann mal so tief, dass wir da irgendwo eine Konstruktion finden unter Wasser. Weil wir haben ja schon dieses Lüftungsventil gefunden. So. Bauen wir die nächsten Folgen hier ein bisschen weiter. Übrigens habe ich entschieden, dass wir jetzt auf jeden Fall noch die 30 Folgen voll machen. Ich habe ja die letzten Tage so wenig gemacht. Und es wäre ein bisschen zu schade, wenn wir nach 15 Folgen aufhören müssten. Kupferdraht und Kabelsatz. Kupferdraht, zwei Kupfererz und Kabelsatz, Silbererz. Okay. 2x2. 1, 2. 2. Ja, easy. So schnell ist das gemacht. Kann sein, dass ich das irgendwo noch hatte, aber egal. Hauptsache, wir können den Kompass machen. Na, sauber. Installiert das auch schon? Handschuhe müssen wir auch noch finden. Was haben wir hier eigentlich noch? Einheimische Lebensform, achso. Tiere, Pflanzenfresser, Boomerang. Okay. Oh, ich mag den Typen nicht. Okay. Haben wir noch mehr? Nee. Ich will da auf jeden Fall demnächst mal noch ein neues Gebäude ransetzen. So ein Merkzweckraum, ne? Aber dafür brauchen wir noch ein paar Teile. Und dann packen wir dann die Luke ran. Irgendwie so. Wir müssen auf jeden Fall noch ein Stück weiter in die Richtung. Da hilft alles nichts. So, du bist weiter weg. Sehr schön. Das gefällt mir. Wo ist jetzt das Rettungsding? Das nicht. Okay, das ist weit weg. Wir gehen auf jeden Fall zuerst darin. Ich glaube, das ist besser. Weil da war auch in der Nähe die Luke. Vielleicht finden wir da irgendwelche Informationen. Das heißt, wir werden jetzt höchstwahrscheinlich immer wieder diese Rettungskapseln suchen, um voranzukommen. So ein Ding als Haustier, das wär's doch. Die haben immer Fische bei sich. Können wir immer ordentlich Sachen geben. Stell dir vor, wir hätten das Ding. Der Reaper könnte nichts anfangen. Übrigens wurde mir geschrieben, man kann den Reaper töten. Mit einem Messer. Man muss ihn irgendwie nur vorher stilllegen. Was? Hört sich ein bisschen kacke an, dass man da mit einem Messer reinstechen muss, bis er tot ist, aber... Ne. Was haben wir denn da? Denk dran, Zero, 200 Meter Tiefe. Nicht weiter. Das geht tief runter.
Nein, ich will scannen. Das ist gar nichts, das ist ein bisschen Licht. Wieso hört sich das hier so brutal an? Ich mag diese Geräuschkulisse hier nicht. Ups. Irgendwas platt gefahren. Guck mal, Kristall. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Warum ist das hier? Warum ist die Musik hier so krass? Da unten ist auch eine Höhle. Wo ist mein Schiffchen? Kristalle. Da ist mein Schiffchen, okay. Wir haben irgendein geiles Zeug eingesammelt jetzt. Ich will mal ganz kurz da unten hingucken, aber ohne Seegleiter können wir es vergessen, dass wir da irgendwie großartig runter können. Dafür brauchen wir schon den Seegleiter. Was ist das? Sind das Leichen? Was war das? Was ist das? Ich mag dieses Geräusch nicht. Ich nehme hier nur ein paar Proben mit. Bin dann weg. Was ist das? Blutöl. Okay. Wir haben noch 50 Sekunden. Wir können noch ein bisschen was einsammeln. Ich glaube, dass diese Dinger wehtun. Geisterkraut. Okay, gehen wir weg. Weißt du, wo ist der Ausgang? 30 Sekunden. Wieso bist du so weit oben? Egal, wir schaffen das. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Und dann gucken wir mal in unser Inventar, was wir so gesammelt haben. Welcome aboard, Captain. Pflanzen, Meer, Geisterkraut. Wächst ausschließlich in den tiefen Gewässern, wo seine blasse Pigmentierung bei den geringsten Wellenschlägen sichtbar wird. Aufzeichnung, okay. Was haben wir jetzt gefunden? Da. Synthetische Fasern. Hochfeste synthetische Fasern. Benzol. Anwendung als Öl oder Lösemittel. Uff. 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 Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Shit. Ja gut, vielleicht müssen wir auch nichts mehr mitnehmen. Was du nicht sagst, natürlich wirkt es unheimlich. Ah, das ist sehr tief. Das ist sehr tief. Was ist das? Das ist eine Selbstablagerung? Blei. Oh. Das ist sehr unheimlich hier. Ich mag es hier nicht. Hallo. Warning. Maximum depth reached. Hull damage imminent. Wir lassen das Licht mal an. Oh, ist das ein Ärmchen? Krebs, jawohl. Also auf jeden Fall müssen wir hier alles untersuchen. Wir haben hier die Luft, wir können jederzeit zurück. Alles in Ordnung. So. Bis uns hier aber. Okay. Sehr geringe Artenvielfalt. Hört sich ja nicht gut an. Hört sich an, als wäre hier irgendwas Gefährliches. Wärmekraftwerk.
Hört sich für mich ehrlich gesagt an, als wäre hier irgendein Beutetier. Also nicht Beutetier, sondern Raubtier. Du bist nichts. Ja, wir haben das Tauchdock freigeschaltet. Das gefällt mir gar nicht da unten. Mal ganz kurz Luft holen. Was bist du denn für einer? Oh, Reginald. Kurz mal Luft holen. Ich habe da aber auch gerade was sehr Seltsames gesehen. Was zur Hölle ist das? Ach so, alles gut, das ist noch ein Teil des Schiffes. Also die Artenvielfalt ist jetzt nicht so gering, wenn ich das mir so angucke hier. Bioreaktor. Haben wir hier noch irgendwas von Wert für mich? Du bist hier nichts, ne? Nein. Oh, Bioreaktor. Okay, Bioreaktor haben wir voll. Tauchdock. Da haben wir auch voll. Okay. Nur sicherheitshalber, ne? Was ist denn? Können wir nicht scannen. Da, schon wieder so ein Ventilding ins Kirchens. Wir müssen da eh irgendwie halbwegs runter. Okay, wir holen Luft. Gehen da rein. Da leuchtet noch irgendwas. Und dann holen wir das Leuchtende. Damit es spannend bleibt. So, Luft. Jetzt gehen wir hier rein. Energieladestation. Kennen wir, glaube ich, schon, oder? Nee. Desinfiziertes Wasser. Direkt mal trinken. Direkt mal trinken. Kein Signal. Oh, was du dich sagst. Aha, aufschneiden. Endlich bringt das was. Hallo? Hä? Hey? Ich check das Ding nicht. Ah, das ist das Reparaturwerkzeug. Aber das andere Werkzeug nicht dabei? Doch, hier. Ja, reparieren wir die Tür, ganz klar. Oh, ist nur mein Schatten, alles gut. Schneiden wir uns mal hier durch. Verstärkter Tauchanzug. Nice. Hat sich schon gelohnt, hierher zu kommen. Okay, hauen wir ab. So. Da wollte ich noch hin. Das ist auch wieder so reaktormäßig, ne? Ja. Wärmekraftwerk. Ah, gut, kennen wir jetzt auch schon. Wir können auf jeden Fall einiges Neues bauen. Fahrzeugerweiterungskonsole. Nice. Die Expedition ist bisher ein voller Erfolg. So, holen wir kurz Sauerstoff.
Energie von unserer Taschenlampe geht auch langsam leer. Wie sieht's hier aus mit der Energie? Eieiei. Nicht gut. Achso, ich kann es hier nicht fallen lassen, klar. So, wir haben jetzt dabei als ganz Neues den verstärkten Taucheranzug. Der Krebs noch 20, 18 meine ich. Stufe 2 vergrößert die sichere Tauchtiefe deutlich und nicht stapelbar. Magnetit. Rubin. Rubine haben wir. Wieso haben wir kein Magnetit? Okay, Plaststahl. Oder Plaststahl. Oder Plastahl. Keine Ahnung. So. Krebssprungwerk. Krebswärmereaktor. Krebstiefenmodul. Seemottensonar. Wir müssen dieses Magnetit finden. Torpedosystem. Oh. Oh, oh. Ich kann das Viech wegmachen. Alter, ich kann das Viech wegmachen. Ein Dock für Fahrzeuge mit hohem Bedarf an Energie und Willensstärke. Wir werden auf jeden Fall so ein Tauchdock bauen. Ich weiß auch wohin. Und ein Wärmekraftwerk. Wandelt Hitze bei mittlerer Effizienz in Energie um. In ein Tauchdock einbauen, um angedockte Fahrzeuge aufzurüsten. Ah. Ich sehe schon. Alter, was wir alles finden hier. Ich will nicht... Wir müssen auf jeden Fall hier nochmal runter. Und nicht so tief. Was bist du? Ein Stuhl. Bürostuhl. Ein Tisch? Nein. Ja, der Torpedoarm. Irgendwann laufen wir mit dem Krebs durch die Gegend. So, da haben wir noch einen Gelsack. Energiezelle. Kleiner Leuchtefisch. Au! Au, 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 au. Okay, den kennen wir tatsächlich schon. Aber gut, ich wollte es nur mal angucken. Na komm, gehen wir zurück zur Seemotte. Wir haben auf jeden Fall ordentlich was heute wettgemacht. Und damit wir morgen noch was zu tun haben, Freunde, würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Dann versuchen wir mal mit unserem vollen Inventar weiter uns dahin zu bahnen. Wir sind ja fast schon da. Wir müssen da halt nur irgendwie runter. Auf 300 Meter Tiefe. Ich kann noch ein bisschen dem entgegenkommen. Aber nicht sehr weit. 100 Meter müssen wir noch alleine runter. Und ob ich das überlebe, das erfahren wir morgen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.